Einen wunderschönen guten Morgen. Kurzes Video zwischendurch. Wir befinden uns jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Heute noch nicht, morgen am Donnerstag. Und haben die letzte Nacht am Blauen See verbracht. Denke mal, kennt jeder, der im Harz unterwegs schon war und hier Urlaub gemacht hat oder Tagestrips, gehört meistens zu den mit ersten Zielen, die man ansteuert, weil es hier als Sehenswürdigkeit gesehen wird und auch bei Harzwandern, das ist eine Seite, als Geheimtipp preisgegeben wird. War mal ein Geheimtipp auf jeden Fall. Mittlerweile kennt den See aber auch jeder. Erste Bilanz ist, wenn man hier auf den Parkplatz kommt und ins Grünzeug geht, alles vollgeschissen, überall Taschentücher. Ich spule jetzt mal ganz weit zurück. 1990, 91 war ich als Kind das erste Mal hier gewesen. Saugeile Gegend, der See tiefblau. Mittlerweile ist der See aber, naja, seht es euch selber an. So, schaut mal Leute, hier haben wir eine schöne Infotafel. Ja, so sah der See aus, wo ich noch klein war. Richtig schön. Wie gesagt, mein Nachteil war bloß gewesen, ich musste zugucken, wie die anderen Bahnen gegangen sind, weil ich konnte da nicht rein, weil für Kleinkinder ist das definitiv nichts. Da geht es sofort tief runter. Und so sah das früher um 1925 aus. Hier wurde damals Kalk abgebaut und irgendwann wurde das dann aufgegeben. Und so hat sich dann dieser See gebildet. Wie gesagt, hier soll wohl auch eine Quelle den See noch mitgespeist haben. Und die ist irgendwann versiegt und sorgte mit dafür, plus die Umweltverhältnisse, die sich ja die letzten Jahre entwickelt haben, dass der See so aussieht, wie er heute aussieht. Der Blaue See präsentierte sich immer durch ein besonderes Naturspektakel, wo er im Frühling durch den hohen Kalkgehalt von Blautürkis zum Sommer hin zu tiefgrün, so wie jetzt, gewechselt hat und im Winter sogar austrocknete. Ja, das letzte Mal, wo ich den See so gesehen habe, war 2018.
Und auch der Felsen war damals mit Wasser bedeckt. Denn das Wasser stand bis hier. Und hier konnte ich als Kind damals, als Sechsjähriger, bin ich dann hier drauf lang geklettert. Und weiter konnte ich nicht. Weil ihr seht ja, hier geht es gleich runter. Hier vorne, das sah damals echt eklig aus. Das heißt, da hinten, das war alles blau. Und hier vorne sah das so aus wie da. Und irgendwelcher Dreck. So, das war der blaue See. Und somit auch der Abschluss unseres Roadtrips. Weil ich denke mal, jetzt wird nichts mehr kommen. Das Einzige, was jetzt noch interessant wäre für uns, wäre die Rosttrappe. Meine Frau hat da mal ein Problem. Wir wissen nicht warum. Wir waren gestern ja, also beim letzten Mal, bei der Oratalsperre, noch in Thüringen. Und das war ja auch eine etwas längere Route, dorthin zu laufen. Und meine Frau sind die Knöchel angeschwollen. Das heißt, ihr Fuß, ihr Gelenk und die Waden waren alle gleich dick. Was auch immer das war, heute geht es wieder ein bisschen. Daher bin ich jetzt mit den Kids alleine los, um einmal um den Blauen See zu laufen. Euch nun doch mitzunehmen, war jetzt so nicht geplant. Sollte eigentlich bloß ein ganz kurzes Video werden. Um euch mal zu verdeutlichen, was unter anderem der Klimawandel oder versiegte Quellen verursachen können. Ja. Wie gesagt, vielleicht kommt demnächst noch mal ein Video von der Rosttrappe. Wird auch jeder von euch kennen, der im Harz schon war. Aber mir ging es jetzt erstmal, das war der blaue See. Ja, hier nochmal, wie er früher ausgesehen hat. Und wie er jetzt so aussieht, habt ihr ja gesehen. Hallo. Hallo. Ja, wie gesagt, letztes Jahr 2021 war er leer. 2020 sah es nicht besser aus. Ich muss mal schauen, wenn ich noch ein Foto finde, dann blende ich das jetzt mal ein, wie das früher aussah. Wir konnten damals reingehen in den See und sind bis auf den Grund runtergelaufen. Und da war eine kleine Pfütze, wo sich die ganzen Kaulquappen gesammelt haben. Die sammeln sich hier am Ufer lang, weil es da schön warm ist. Wo die sich aber am meisten sammeln, da geht ein Fels rein. Habt ihr vielleicht auf dem Video gesehen, da waren welche baden. Konnten wir jetzt nicht hingehen. So. Ich bin jetzt wieder K.O. und das schon in der Früh, weil es ist heute, glaube ich, 42 Grad soll es heute werden. Am 20.07.2022. Schön auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Ja, ihr habt mitbekommen, das waren jetzt überwiegend Wandervideos gewesen. Und halt zwei Bogen. Die sehe ich aber als Lost Places, weil es sind Lost Places, nur aus einer früheren Zeit. Aber ich habe euch das ja schon am Anfang angekündigt. Ich war zwar auf der Tour zum Harz runter in der Nacht ein bisschen bockig, weil wir sind ja an so vielen Locations vorbeigefahren. Unter anderem gibt es ja auch eine Schule, da wäre ich auch gerne mal rein. Kennt ihr vielleicht von anderen Kanälen, ich sage nur, das Glas Honig. Da wollte jemand bestimmtes eigentlich bei 50.000 Likes, glaube ich, nochmal dorthin und einen Löffel von Spachteln. Tja, ich habe nicht nochmal ein Video gesehen, aber egal, den Kanal haben wir eh nicht mehr abonniert. So, und auch andere Kollegen waren da schon drin. Hätte mich auf jeden Fall brennend interessiert, weil das ist eine von den Locations, die von vielen besucht wurde, aber nicht zerstört wurde. Da ist noch viel von früher drin. Aber gut, das sind wieder so Sachen, Tagestrips, die wir dann später in Angriff nehmen. In dem Sinne, schön, dass ihr wieder dabei wart. Kurzes Touristen, nicht bezahlte Werbung-Video für den Harz. Mache ich aber gerne Werbung. Ich sag, wir fühlen uns hier zu Hause, deshalb sind wir so oft hier. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal entweder wieder beim Lost Place oder bei einer Wanderung oder vielleicht auch noch ein Video vom Harz. In dem Sinne, Standardende, lasst einen Daumen nach oben da, gerne einen Kommi. Und für alle, die neu sind, schaut euch bei uns um. Und wenn euch unser Kanal zusagt, abonniert ihn doch bitte. In dem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal.